Sneakers sieht man überall. Vor dem Bahnhof, auf dem Weg zum Flughafen, beim entspannenden Tanz oder beim Spiel am See. Für Jugendliche gilt das noch mehr als für Erwachsene. Ich habe gerne bequeme Schuhe. Also ich trage die Schuhe eigentlich, weil ich sie bequeme Schuhe finde. Ich finde, sie sehen gut aus. Ja, also die sind einfach mega bequem. Ich weiß nicht, das sind die, die ich immer anhabe. Wie aber ist es um die Langlebigkeit der beliebten Schuhe bestellt? Kassensturz und K-Tip lassen 14 Sneaker auf ihre Robustheit testen. In einem der führenden Schuhlabors in Europa, dem PFI im deutschen Pirmasens. Zwischen 30 und 230 Franken haben die 14 Sneaker im Laden- oder Online-Shop gekostet. Im Test auch einige Modelle, die Geschichte geschrieben haben. All-Star von Converse, Stan Smith von Adidas, Nike Air Force und Puma Suede Classic. In einem ersten Test untersucht Prüfleiter Kai Tinschert die Biegefestigkeit der Sohlen. Dazu spannt er sie für den Dauerbiegetest ein. Das Labor hat die Sohlen für diesen Test präpariert und das Obermaterial weggeschnitten. Bevor er die Maschine anschaltet, schädigt Kai Tinschert die Sohlen aber noch vor. Er sticht mit einer Ahle in die Kunststoffsohle. So will es die Normprüfung. Mit dem Stich wird ein kleines Loch durch ein Steinchen oder einen spitzen Gegenstand simuliert. Dann schaltet er die Maschine an. Hier werden sie 30.000 Mal gebogen. Drei Sohlen überleben diesen Test nicht. Ein Beispiel dafür wäre jetzt diese Sohle, wo man prima auch den Riss sehen kann. Ein anderes Beispiel wäre die Sohle, wo sich dann eben auch das Material entsprechend abgelöst hat. Nächster Test, der Sohlenabrieb. Schräg abgelaufene Sohlen verstärken Fehlstellungen der Füße und belasten das ganze Skelett. Prüfleiter Tinschert bohrt kleine runde Stücke für den Test aus und legt sie in die Maschine für den Abriebtest ein. Die runden Stücke müssen auf 40 km Schleifpapier ihre Robustheit beweisen. Prüfpunkt Fersenfutter. Ein bekannter Schwachpunkt, das Innenfutter scheuert rasch durch. Im Fersenbereich ist die Belastung besonders groß. Tinschert präpariert die Proben des Innenfutters und spannt sie in die Maschine ein. Hier wird stundenlang das Innenfutter belastet. Die Maschine scheuert 51.000 Mal. Danach macht der Prüfleiter das Material nass und die Maschine läuft erneut. 13.000 Mal. So testet das Labor, ob das Futter auch in feuchtem Zustand keinen Schaden nimmt. Bei einigen Mustern haben wir eben starke Beschädigungen gehabt oder auch leichte Beschädigungen. Der extremste Fall ist im Prinzip der hier, wo das Fersenfutter komplett abgerieben war. Mit der Geschichte der Sneaker kennt sich Jeroen van Rooyen aus. Der Mode- und Stilexperte zeigt wichtige Stationen, wie der Turnschuh seit den 1920er Jahren den Weg in unseren Alltag gefunden hat. Der Converse All-Star aus einem Schaft, Textil mit einer vulkanisierten Gummisohle. Das ist eine Art von Sneaker, die bis heute eigentlich weiterlebt. Der Protest der Jungen gegen das Establishment spielt eine wichtige Rolle. In den 50er Jahren macht der Rebell James Dean den Turnschuh populär. Auch Marilyn Monroe trug Sneakers. Also man sieht hier Top, Polo-Top, Jeans und Turnschuhe. Könnte man heute so damit auf die Straße, 75 Jahre später. Seit 40 Jahren ist Air Jordan auf dem Markt, in unzähligen Versionen etwa 100 Millionen Mal verkauft. Und heute mit eleganten Kleidern? Dann ist es heute ganz wichtig, dass der Turnschuh eben eine Art Stilbruch erzeugt. Wir haben hier ein Outfit, das ja, könnte man auch für bünzlig halten. Aber es wird modern, durch dass sie hier den halboffen getragenen Sneaker dazu kombiniert. Zu den Testresultaten. Georgs nur Note 2,9 wegen Rissen in der Sohle und Schadstoffen. Ebenfalls auf Note 2,9 kommt New Balance. Innenfutter und Sohle ungenügend. Bei Converse war nach dem Test das Innenfutter komplett durchgescheuert. Note 3,1. Wenig besser Nike Air Force wegen Riss in der Sohle. Essex Note 3,8, Innenfutter ungenügend.
Georgs will die Resultate prüfen und gegebenenfalls in die Produktion einfließen lassen. Man habe keine Reklamationen bekommen, schreibt New Balance. Nicht auf die ungenügenden Testresultate reagiert haben Converse, Nike und Essex. Gerade noch genügend mit Note 4,0 der teuerste Schuh im Test von Hugo Boss. Gleiche Note für dieses Modell von On, den zweitteuersten Schuh im Test. Laut On gibt es den Roger Advantage bereits in verbesserter Form. Fast gleiche Note für New Feel von Decathlon, allerdings für einen Bruchteil des Preises. Ebenfalls getestet hat Kassensturz, ob die Sneaker Schadstoffe enthalten. Formaldehyd kann die Haut reizen. Chlorparaffin ist ein Umweltgift. Bisphenol S kann das Erbgut schädigen. Zinnorganische Verbindungen gelten als giftig. Und Chrom 6 kann Allergien auslösen. Das Labor hat nur Schuhmaterial untersucht, das mit der Haut in Kontakt kommen kann. Der Laborant präpariert die Proben. In der Flüssigkeit lösen sich die gesuchten Substanzen. Und hier werden die 5 Schadstoffe analysiert. Chemiker Christian Achtel sagt, dass die meisten Sneaker keine Schadstoffe enthalten. Es gibt aber Ausnahmen. Wir haben zweimal das Bisphenol S nachgewiesen in 2 Modellen. Das Bisphenol S ist seit Anfang 2023 in der EU als besonders besorgniserregend eingestuft. Und einer der beiden Modelle hat sogar den entsprechenden Grenzwert überschritten. Trotz Abwertung um eine halbe Note schafft es der robuste Vija noch auf 4,3. Note 4,5 für Reebok Classic. Nur wenig besser ist Lacoste Lineset. Für Lacoste und Reebok gibt es Abzüge für Beschädigungen am Obermaterial. Gleiche Note für die Dosenbach-Eigenmarke Victory. Ein robuster Schuh für nur 30 Franken. Besuch bei einem, der sein Leben den Sneakern widmet. Sergio Muster ist einer der besten Kenner der Sneaker-Szene. Er besitzt gegen 700 Paar dieser Turnschuhe. Ein bescheidener Teil davon steht in seiner Wohnung. Er präsentiert ein paar seiner wichtigsten Stücke. Das ist jetzt so ein Jordan 1er hoch, also high. Und Jordan hat mit denen sozusagen angefangen, Basketball zu spielen. Ist schon so ein bisschen mythisch, weil dann zumal hat die NBA beispielsweise nicht den Spieler erlaubt, farbige Schuhe zu tragen. Und der Jordan hat die tatsächlich gedreht und Nike hat immer wieder Buß gezahlt. Natürlich mit dem Hintergedanken, hey, da war immer Promo, immer ist darüber diskutiert worden, hat der Schuh wieder an, ja oder nein. Oder der teuerste Schuh in der Sammlung von Sergio Muster. Ein Sneaker, dessen Kultstatus auf den Film Nightmare on Elm Street zurückgeht. Freddy Krueger SB. Das ganz Spezielle an diesem Schuh ist, man weiss eigentlich nicht genau, wie viele Paar existieren. Weil wir mussten die Produktion stoppen und eigentlich die Paar zerstören, weil Nike das Recht nicht hatte, den dürfen zu produzieren, also in dem, sagen wir, in diesem Design. Und dann hat es doch irgendjemand in dieser Fabrik in Asien geschafft, auch den rauszuschmuggeln oder sogar zu klauen. So neu, also ungedreht, wäre so zwischen 50.000 bis 100.000. Es kommt ein bisschen darauf an, welche Grösse. Ja. Und den habe ich jetzt natürlich, also natürlich, den habe ich gedreht, man sieht es ein bisschen, zweimal. Und für den jetzt, glaube ich, letztes Sneakness sogar die 15.000, 20.000 Franken angeboten bekommen. Sergio Muster ist Organisator der Sneakerness in Zürich. Mittlerweile zieht er die Fäden für Messen in 7 weiteren Städten wie London und Amsterdam. Doch wie hat es angefangen? Hey, die erste Sneakermesse, meine ich noch besinne, ist 08 im beschaulichen Bern. Weil viele Leute da außen meinen, ja, die Sneakerness ist irgendwo in den USA geboren, in New York muss ja sein. Aber wenn ich dann erzähle, dass die erste Sneakerness in Bern war, im National mit 1500 Leuten, das glaubt mir nicht jeder. Und jede. Sergio Muster schaut sich Videos von früheren Sneakermessen an. Es dauerte lange, bis die Sneakerness so richtig in Schwung kam. Das Jahr oder das Jahr vorher haben wir sozusagen so den ersten wirklich Erfolg können feiern, weil ich sozusagen zum ersten Mal ein bisschen Geld verdient habe. Was vorher einfach nie war. Und ich werde jetzt fast noch so ein bisschen emotional. Weil ich weiss dann noch, ich habe wirklich dann ein bisschen gekühlt, aber nicht gekühlt, weil es mir nicht gut ist, sondern Freudentränen. Weil es halt so ein Druck ist, wenn man 6-7 Jahre lang etwas macht und man verdient eigentlich nicht wirklich Geld. Und plötzlich sagt man, okay, jetzt hat man wirklich einen Job gemacht. Und jetzt ist man ein bisschen
Geld auf dem Konto, sagen wir es so. Am besten im Test sind zwei Klassiker aus den 1970er Jahren. Sehr gut mit Note 5,5 ist Stan Smith von Adidas für 130 Franken und Puma Suede Classic mit gleicher Note etwas günstiger. Bequem, schön und robust. Wer sich die richtigen Sneaker anschafft, tanzt durchs Leben. Ja, so sieht es nach einem Kassensturz-Produktetest aus, ein kleines Sneaker-Massaker. Noch mehr Kassensturz-Tests findest du übrigens hier.